Entschieden hat, das heißt, wir sprechen hier von einer Art Realismus. Wenn ich kurz ausführen darf, der Realismus hat begonnen, also dieser Ausdruck Mitte des 19. Jahrhunderts vom französischen Maler Gustave Courbet. Ihm ist es vor allem darum gegangen, das Hauptanliegen war von Courbet, mit Kenntnis der künstlerischen Tradition und seiner eigenen Individualität schöpfend lebende Kunst zu schaffen. Die Tendenz dann in der Kunstgeschichte, der Realismus hat sich dann weiterentwickelt über Fotorealismus, neue Sachlichkeit und Gatzmet Freitag zählt sicher zum Realismus des 21. Jahrhunderts. Ich darf nur jetzt kurz erwähnen, Leo Rauch ist Ihnen sicher ein Begriff oder die neue Leipziger Schule. Er malt zuletzt davon, was ihm gefällt. Und was gefällt ihm? Was er malen kann. Bei Freitag ist in seinen Arbeiten sicherlich also eine allegorische Bedeutung zu suchen und auch metaphorische Inhalte kann man hier entdecken. Ganz wichtig ist es, er experimentiert sehr gerne. Er arbeitet in zwei Bereichen, in der Grafik, mit Bleistift, Kohle, Kreide, Tusche, aber auch in der Malerei. Hier experimentiert er sehr gerne mit der Ölfarbe. Seine Darstellungen entlehnt er eigentlich aus seinem Umfeld. Und man kann eigentlich sagen, seine Arbeiten beziehen sich auf vier wichtige Bereiche. Das ist einerseits Stillleben, dann haben wir hier die Landschaftsarbeiten, die vor allem aus seinem Heimatland herrühren, dann Aktarbeiten und die Porträts, wo er immer auch wieder gerne Aufträge annimmt. Es ist so, er erzählt eigentlich als Künstler zu einem Autodidakten, hat aber eigentlich als junger Mann, eigentlich als ganz junger Bursche kann man sagen, war er schon sehr auffällig im Zusammenhang mit künstlerischer Arbeit. Also in der Schule zum Beispiel wurde er sehr oft immer wieder ausgestellt. Er hat auch eine zweite Begabung, er konnte Gedichte schreiben in seiner Heimatsprache und hat dafür auch Auszeichnungen erhalten. Er hat dann 1986 das Fachgymnasium in Prizren, so wie das richtig ist, als Verwaltungsfachwirt dort die Schule absolviert, hat dann 1988 begonnen, juristisch auf die juristische Fakultät.
Fakultät in Pristina sein Studium zu beginnen. Und dann gab es ja die politischen Veränderungen in der Republik Kosovo, wo er dann als 22-Jähriger wirklich geflohen ist nach Deutschland. Und in Deutschland hat er auch wieder begonnen, sich intensiv eben mit der Kunst zu beschäftigen. Und hier in dieser pompösen Ausstellung, kann man fast sagen, mit so viel starken Arbeiten, sehen Sie Arbeiten von 2005 bis herauf 2013. Habe ich jetzt was übersehen, vergessen? Sie haben es alles richtig gemacht, viel besser, als Sie es geahnt haben. Von Prizren oder Igorit, die Gazmend schon mehrmals gemalt hat, zuerst auf Tusche, schon zweimal auf Öl. Und da, das ist wieder ein Versuch, abstrakter zu werden. Die anderen sind sehr realistisch und da sieht man schon, dass die Striche gröber sind und die Farben auch nicht mehr so groß. Auf Wiedersehen.